Am 27.10. startet das nächste Steam-Event. Event am Kuori! Ja, am 27.10. um 13 Uhr geht's los hier am Kuori. Und da geht's dann wieder auf drei verschiedene Fischarten. Also, ein großes Turnier wird gestartet in Game. Ich gucke gerade noch mal eben kurz rein in die Beschreibung. 13 Uhr geht's los mit der Registrierung. Heißt also, pünktlich 13 Uhr rein ins Game. Schon mal einloggen und im Escape-Wettbewerb hier gucken nach dem Event. Das wird auch so mit drinne stehen, dass es eben das Steam-Event ist von RF4. Und ja, ab 13 Uhr kann man da eben joinen. Und das Ganze geht dann 48 Stunden, also 2 Ingame-Stunden ab 14 Uhr. Also wenn du sagst, 13 Uhr, da liege ich gerade noch im Bett. Ja, kein Problem, ab 14 Uhr oder bis 14 Uhr musst du einfach gejoint sein dem Event. Und dann geht es halt los, 2 Stunden am Kuori. Und es geht auf folgende Fischarten. Am Kuori, die Seeforelle, den Seesaibling. Und damit es nachts nicht so langweilig wird, geht es nachts auf die Quappe. Und die drei Fische, die suchen wir jetzt. Ich teste jetzt gleich ein bisschen verschiedene Köder, probiere ein bisschen rum, welcher Köder für die Seeforelle, für den Seesaibling und dann nachts für die Quappe am besten funktioniert. Dadurch, dass wir ja gleich schon Abend haben, werde ich natürlich auch gleich schon auf Grund und dann auf Quappe testen. Ja, je besser du natürlich schon ausgerüstet bist und mehr geskillt bist und so weiter, umso besser kannst du natürlich auch bei so einem Turnier verschiedene Köder ausprobieren. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich auch hier erstmal mit den Basic-Ködern ein paar Fische zu fangen. Na guck, erster Wurf, erster Fisch mit der Sefo und das hier auf einen ganz klassischen Köder. Die Hunter Blinker Serie funktioniert immer wieder richtig, richtig gut hier am Kuori. Ob man die einfach jetzt locker durchzieht oder durchziehen. 1, 2, 3, stopp. 1, 2, 3. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Immer wieder kurz, genau. Und dann kommt Stop-and-Go-Führung. Immer kurz unterbrechen. Also, das ist halt eine Möglichkeit fürs Blinker durchziehen. Oder natürlich Jig. Und etwas, was super wichtig ist am Kuori, wenn man auch mal ein bisschen schneller durchzieht, dass man dann Pause macht, locker lässt richtig die Schnur. Und dann stürzt der Köder richtig nach unten. Und dann wieder ranziehen. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Man sieht so ein bisschen an der Schnur, dass sie schön immer weiter hoch geht. Zack, und dann wieder locker lassen. Und der Köder, gerade der Hunter, der stürzt regelrecht von vorne kopfüber nach unten. Lässt sich richtig schön fallen. Und dann wieder weiter durchziehen. Da man natürlich nicht sagen kann, welches Wetter zu der Zeit an dem Gewässer ist, braucht man auch verschiedene Köder und verschiedene Farben. Und da bieten sich, wie gesagt, die Hunter einfach an. Die gibt es einfach in sehr, sehr viel verschiedenen Farben. Immer passend zu dem jeweiligen Wetter kann man da viel rumprobieren und findet immer wieder irgendwo einen Köder, der dann eben auch passend ist. Ich hatte gerade gesehen, wir gucken gerade mal rein hier bei der Hunter-Serie. Die gibt es auch in klein, die funktionieren sogar, die ganz kleinen, die Dreier, ab und zu mal an der Belaya, so klein sind die. Aber hier die mittleren 13, 14 Gramm, auch die sind schon richtig gut. Für die großen Brocken, und die wollen wir ja natürlich, da empfehlen sich aber dann natürlich die Hunter 1 Serie. Ihr seht, ich habe von den Hunter 1 immer auch mehrere, weil man die auch immer ganz gut zum Schleppen verwenden kann. Und ich hatte hier gerade gesehen, den einen, den ich hier gerade verwende, da ist ein 4-0er Haken drauf. Ja, wenn man jetzt speziell auf sehr große Fische aus ist, kann man das machen. Ansonsten wäre, glaube ich, sowas wie ein 1-0er, 2-0er absolut ausreichend. Ja, hier so ein 1-0er ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Das ist schon eine ganz gute Größe.
Und dementsprechend ändere ich das auch eben hier mal eben ab. Gerne auch mit Puschel, warum denn nicht? So, Details, genau. Jetzt sieht das hier alles wieder vernünftig aus, nicht so ganz übertrieben. Und dann kann man damit auch wieder, zack, locker raus. Bläuliche Köder waren mal eine ganze Zeit lang, ich sag mal, vorteilhaft bei grauem Wetter, bei schlechtem Wetter. Da wir das jetzt gerade haben, teste ich das. Oder auch was Silbriges auch mal so in diesem Bereich testen. Und ja, was man natürlich testen muss, ist halt einfach dann die Führungsmethode, ne? Also da einfach rumprobieren oder ihr geht einfach schleppen. Also wenn man hier zwei, drei Routen zur Hand hat, dann natürlich einfach schleppen gehen. Was man bei Blinkern, beim Schleppen mit Blinkern gut machen kann, gerade auch wieder hier am Koori, eine ganze Zeit lang fahren, zwischendurch mal den Motor ausmachen, absinken lassen der Köder. Man sieht das ja immer an den Schnüren und dann wieder Gas geben und dass die Schnüre wieder hochgehen oder die Blinker sich wieder ranziehen oder nach oben ziehen und dann wieder kurz eine Pause machen. Denn dieses Abstürzen der Blinker, das triggert. Und das habe ich speziell immer auch hier in diesen Bereichen gemacht, wo es dann auch richtig tief und weit runter geht. Ich bin jetzt gerade schon ein ganzes Stückchen hier wieder weggetrieben. Eigentlich wollte ich hier in dieser Rinne, über dieser Rinne werfen. Auch das empfiehlt sich. Also wir haben hier immer wieder in diesem vorderen Bereich jede Menge von den Seeforellen. Trotz allem auch hier in diesen Rinnen gehen die immer mal wieder rein. Und wenn man auch sowas wie Topwater-Köder kann, dann empfiehlt es sich natürlich auch, Topwater zu verwenden. Mein Setup jetzt gerade ist nur auf 12,7 Kilo ausgelegt. Ich gehe eher ein bisschen feiner rein. Wenn du Bock hast, kannst du natürlich auch noch kleiner reingehen, wenn du mehr in den Drill gehen willst. Man hat durchaus vielleicht sogar noch bessere Chancen, wenn man hier fein unterwegs ist. Gerade auch für sowas wie Topwater-Köder oder sowas, da funktioniert das auch immer wieder gut, wenn man schön fein unterwegs ist. Wenn du natürlich dann schon so weit bist und diese ganzen Köder verwenden kannst, bis hin zum Topwater, dann auf jeden Fall auch die Topwater hier testen. Gerade auch diese ganz kleinen, das triggert immer wieder richtig gut. Ja, das ist natürlich wünschenswert, ne? Und sowas darf auch gerne im Turnier reingehen. Wobei vom ersten kurzen Blick auf den Fisch sah es fast aus wie eine Seewarnforelle. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ja, hatte so ein bisschen kürzeres Gesicht. Vielleicht ist es doch eher eine Seewarn. Ja, man hat Vorteile, wenn man mit Topwatern unterwegs ist. Natürlich. Klar will man es natürlich auch probieren. Und klar ist so ein Turnier natürlich auch etwas, wenn man im Mid-Level vielleicht unterwegs ist. Aber man ist auf jeden Fall im Vorteil, wenn man so Köder hier wie den Auric Walker verwenden kann. Der ja vor kurzem auch immer noch ganz gut lief für die Regenbogenforelle. Und ja, wenn das Ding hier natürlich mit reingeht oder wenn hier drauf dann auch der Saibling beißt oder auf solche Köder dann natürlich auch die Seeforelle beißt, dann hat man da schon ganz gute Chancen eben für so ein Turnier und dann damit eben auch die Chance, dicke Brocken abzuschließen. An für sich die ganze Serie oder auch diese Serie lohnt sich natürlich, die Walker, gerade wenn die zurzeit immer wieder ganz gut funktionieren, also ganz gut laufen. Und ja, damit werden ja offensichtlich dicke Brocken zurzeit gefangen. Dann kann man das natürlich auch testen. Gucken wir gleich nochmal kurz rein. Ich meine, ich habe einen 1-0er Haken hier drauf. Gucken wir uns aber gleich im Detail nochmal an. Bin gespannt, was es ist. Ob es ein Saibling ist, eine Seeforelle oder tatsächlich die Seewarnforelle. Ich bin hier gerade nur mit 9 Kilo Schnur unterwegs. Relativ fein. Es ist die Regenbogenforelle. Das war jetzt eindeutig. Das war eindeutig. Hoppala. Die Regenbogenforelle. Auf 9 Kilo. Ja gut, dann wird die jetzt nicht so wahnsinnig groß sein. Auf 9 Kilo Schnur gibt die natürlich auch richtig Gas. Fliegt die halb durch die Luft und versucht sich loszulösen. Auf 12 Kilo hatte ich sogar eine große. Die hat richtig Power gehabt. Dann wird die jetzt hier auf 9 Kilo. Ah, vielleicht so 4, 5 Kilo ist aber auch schon gut. Ja. Da kommt sie auch schon an. Oder noch nicht mal, wenn sie so schnell schon fertig ist. Na, 5, 6. 6 Kilo Regenbogenforelle. Also läuft immer noch das Teil. Aber die ist ja leider nicht drin.
oder eigentlich zum Glück nicht drin, in dem Turnier. Das ist einfach ein Fisch, der ja nochmal seltener und schwieriger zu fangen ist. Ja, aber es bleibt eigentlich letzten Endes nur noch zu sagen, man muss es probieren. Von daher der Tipp von vorhin, vorher hier hingehen, also 2 Stunden Differenz haben zum Turnierstart, aber vorher schon mal hingehen, testen, welche Köder funktionieren, bei welchen Wetterbedingungen und die dann schon mal merken, damit man dann rechtzeitig zum Turnier gerüstet ist. Ja, wir haben jetzt mittlerweile gleich 20 Uhr, das heißt, ich fahre jetzt nicht mehr rum, sondern ich hocke mich jetzt gleich, Hände nicht frei, komm, wegpacken, auf die Insel. Und dann geht es mit dem Grundsetup von der Insel aus in das ganz tiefe Loch auf Quappe. Wenn du da natürlich jetzt auch schon wieder Köderfische verwenden kannst, verwendet man dann natürlich im Idealfall auch ruhig vergammelte Barsche als Köderfisch. Also dann nimmt man wirklich die gammeligen Barsche und wirft die dann hier raus. Ja, ich stehe gerade hier. Ich peile in der Regel hier diese Kante an zwischen diesem rauen Felsen und diesem etwas größeren Klumpen, der da so drin ist. Also das ist so diese Ecke, die ich anwerfe oder auch schon mal hier, so diesen Bereich. Das markiere ich mir einfach immer, dass ich quasi immer in die gleiche Ecke werfe. Und aufpassen, weit genug rauswerfen. Gerne hier auf 30 Meter ungefähr rauswerfen und dann eben absinken lassen. Wenn ihr nicht so weit rauskommt, Flycast Bleie, das ist die Serie. Selbst die ganz leichten haben hervorragende Flugeigenschaften und werfen dann gegebenenfalls einen Barsch, der ja als Köder schon sehr schwer ist. Man braucht ja trotzdem natürlich noch ein Blei, aber damit fliegen dann eben die Köderfische richtig, richtig schön weit raus und man überwirft halt nicht seine Route oder das Wurfgewicht, wenn man da eben noch nicht so ein großes Setup hat. So, ich packe mir jetzt hier schön meine Grundruten. Ich glaube, ich nehme einfach mal hier die Royal Feeder. Das sollte ja auch reichen. Und baue die mal eben um aufs Quappenangeln. So, ich habe schon mal alles vorbereitet fürs Grundangeln. Und dann haben wir hier auch 3 verschiedene Versionen des Grundangelns. Das und das hier. 1, 2, 3. Ja, wie gerade schon gesagt, die erste Version natürlich hier mit dem Köderfisch. Barsch vergammelt, komplett vergammelt. 4-0er Haken. Wir gehen hier schön, schön groß rein. Denn, naja, das große Dingen bzw. der Haken wirkt meist gar nicht so groß. Wenn man hier mit den kleineren Haken reingeht, hat man viel, viel mehr Bisse von sehr, sehr kleinen Fischen. Deswegen direkt die großen 4-0er Haken. Wie auch schon mehrfach in den Köderfisch-Videos gesagt, die Wirkart des Hakens hier ist nicht so wie bei den normalen Karpfenhaken oder sowas. Die sind irgendwie underrated, diese 4-0er Haken. Auch da gehen normal große Fische drauf und deswegen eben hier die ganz großen. 19 Kilo Fluorocarbon-Vorfach. Es gibt immer natürlich noch die Chance, dass hier mal ein Hecht draufballert. Würdet ihr hier mit Mono stehen, zack, beißt der Hecht das einfach durch. Wollen wir nicht. So, ich habe jetzt hier das Flycast mit 14 Gramm ganz leicht verwendet und stelle hier mal jetzt die 30 Meter ein. Maximal raus, kommen wir damit. Ja, genau in den Clip. Clip auf, Clip zu. Wir lassen das erstmal schön absinken bis auf den Grund. Zweites Setup, komplett basic. 50 Gramm steiniges Blei natürlich. Hier jetzt mit 27er Fluorocarbon Fischfetzen 1-0er Haken. Für die Quappe. Auch hier gehen wir natürlich schön auf die 30 Meter. Zack, raus damit. Ja, fliegt natürlich mit dem Blei locker raus. Auch hier nochmal auf und zu machen, beziehungsweise zu und auf, dass es schön absinken kann. Dritte Version ist die bisschen bessere Version, denn hier ist dann nochmal eine Futtermische mit drin für Quappe auf das Fischige. Auf das ein bisschen morbide vielleicht, hier mit Fleisch dabei, gehackte Würmer. Schön auf dem Untergrund mit der Lehmkomponente. Dann sind hier Fischeier mit drin, also Kaviar und Fischöl. Tran eben auch nochmal mit drin. Das Ganze auf Leinsamenbasis und raus damit für die Quappe. Auch hier natürlich nochmal hier schön auf die 30
Meter eingestellt, damit wir hier... hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr, aber egal. Wir wollen ja hier auch noch ordentlich anfüttern. Das heißt, ein paar Mal kann man natürlich hier auch werfen erstmal. Zack, raus damit. Ich habe hier gerade, ich sehe es gerade hier, die Evia, also das 6000er Setup. Nur sozusagen, aber das wird schon reichen. So, da haben wir es doch. Zack, zack, auf zu auf. Hier ist jetzt der Barsch dran. Den ziehen wir jetzt mal ein bisschen stramm. Hier ist nur der Fischfetzen. Und hier, so. Der Fischfetzen mit der Futtermische. Und ich glaube, der Barsch, ja, der wird natürlich hier die ganze Zeit ein bisschen rumzuppeln und tanzen. Und Action machen, der Köderfisch. Aber so kann das dann gleich hier richtig schön losgehen. Und ich hoffe natürlich, dass dann hier gleich die Quappen reingehen. Aber das wäre jetzt durchaus eine Möglichkeit, eben so auf Quappe zu gehen. Übrigens auch an allen anderen Gewässern. Nicht nur am Koori geht das so ganz gut, sondern natürlich auch überall da, wo es die Quappen gibt. Sollte in der Nacht bei dir an der einen Stelle nichts gehen, was natürlich immer vorkommen kann, kannst du es natürlich auch noch an anderen Stellen probieren. Das heißt, einmal hier in diese Richtung werfen, tendenziell eher Richtung 40 Meter, noch weiter raus. Oder tatsächlich von hier aus in diese Rinne hier werfen, versuchen hier von dieser Landzunge aus bis da vorne hin zu werfen. Na guck, und hier auf dem anderen Spot, da bimmelt's, direkt hier am Anfang schon, also noch gar nicht lange ausgeworfen. Andere Nacht, anderer Spot für die Quappe und ja, ich sagte ja schon, das wird wahrscheinlich der entscheidende Fisch fürs Turnier. Naja, sowas Kleines wollen wir natürlich nicht. Also direkt nochmal weiter raus. Und wie gerade auch schon gesagt, ich stehe jetzt hier auf der Landzunge. Also direkt am Camp. Drei Routen raus und dann eben hier in die Rinne geworfen. Maximal rauswerfen, ruhig, bis man da in diese Löcher kommt. Und da wollen wir ja auf Quappe gehen. Na, die Schnur wird locker. Haben wir da was drauf? Da scheint was drauf zu sein. Ja. Na guck. Na guck. Also auch hier jetzt wieder einfach nur auf Fischfetzen. Und ja, scheint ein bisschen größer zu sein. Nach wie vor hier mit 1-0er Haken. Einfach nur Fischfetzen. Aber noch leider keine Monsterquappe. Ah. Da müssen noch ein paar Kilo mehr drauf. Vielleicht geht man tatsächlich sogar mit einem noch größeren Haken drauf. Im Turnier, ja, macht dann eigentlich so dieser eine Fisch, der macht ja dann den Unterschied. Ne? Vielleicht hier sogar mit einem 3-0er. 3-0er, Fischfetzen und dann wieder raus damit. Das sieht auch, glaube ich, schon ganz gut aus. Ich denke mal, das werden so um die 30 Meter ungefähr sein. 30, 40. Und dann auf die dicken Dingers hoffen. Ja, also es zuppelt tatsächlich noch bis in die Morgenstunden auf die kleineren Haken. Natürlich auch die kleineren Quappen. Eine Rute habe ich jetzt mal maximal ausgeworfen, so um die 50 Meter weit raus. Und die jetzt gerade noch wieder zuppelt, ist die, die ich ja gerade eben erst ausgeworfen habe mit dem 3-0er Haken. Vielleicht geht ja noch was ran und dann geht es gleich nochmal auf Saibling und Sefo. Es ist natürlich immer tricky, man kann nie sagen, vor allem wenn das jetzt noch ein paar Tage hin ist, welche Vorlieben die Fische gerade haben, die Quappen, ob das gerade zu der Zeit zum Event, ob das dann gerade läuft. Also es ist immer wieder ein bisschen tricky, man muss es immer wieder ausprobieren. Aber wie gesagt, das hier ist eine klassische Stelle, hier drüben natürlich durchaus probieren oder man kann es natürlich auch mit Jig probieren, auch das kann funktionieren. Aber ich sag mal, das hier mit dreimal auf Grund ist schon der sicherste Weg. Na guck, tatsächlich noch hier 4 Uhr morgens, geht doch noch der Biss rein. Auf den Barsch. Ja, aber so passiert das halt, ne? Da kannst du auch nicht viel machen, außer eben andere Spots testen. Wenn man hier mit den Original-Standardködern reingeht, kann man einfach nur hoffen, dass was reingeht, dass eine Quappe beißt. Und es geht einen Saibling auf einen toten Barsch, Alter. Na, da weiß ich doch, was ich mit meinen vergammelten toten Barschen mache. So,
Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr, denn jetzt geht's auf Saibling. Also, kann man nichts machen. Also, wenn du auf einen falschen Spot gesetzt hast, deswegen sage ich ja, andere Spots testen, testen, testen. Wenn man auf einen falschen Spot gesetzt hat in einem Turnier und man hat dann ja eigentlich ein wenig Zeit, um vieles zu probieren. Die Nacht hier ist ja, wie gesagt, so kurz. Dann muss man vielleicht, ich sag mal so bis 6 Uhr, 7 Uhr könnte man es probieren und danach muss man aber wirklich weitermachen und gucken, dass man die anderen Brocken abhakt. Oder man fängt halt tatsächlich an, schwerpunktsmäßig auf die Quappe zu gehen. Ich suche jetzt noch Saibling. Ja, und die Saiblinge halten sich gerne auch hier hinten in diesem Bereich auf, immer mal wieder. Da würde ich schwerpunktsmäßig hier abfahren. Ich versuche jetzt hier gleich einfach mal so eine kleine Runde zu machen. Hier vielleicht übers 13er zurück oder hier so eine 8 um die 4 herum, um die 13, also so in diesem Bereich. Und das Ganze dann allerdings auch mit dem Schleppen, mit dem Trollinggang. Fangen wir mal vielleicht hier einfach an. Und da empfehlen sich immer wieder auch die Dodger Crank. Dodger Crank 10 Serie lohnt sich immer wieder. Dodger Crank 10, wir gucken mal eben rein, das sind die hier. Ja, also da kann man schon immer wieder ganz gut mit hier fangen. Am Kuori, auch da heißt es natürlich wie immer beim Kunstköderangeln, die Farbe ist entscheidend, je nach Wetter. Jetzt haben wir gerade Sonnenschein, gerade war noch alles bewölkt. Jetzt könnte man natürlich noch die dritte Rute auswerfen, wenn man hat. Und dann geht es hier schön schleppend so auf die Saiblingssuche. Ja, und auch hier nutzen wir natürlich die Vielzahl der verschiedenen Farben. Also Dodger Crank, machen wir mal so, Dodger Crank 10. Das hier oben ist die gesamte Serie. Lohnt sich auf jeden Fall fürs Schleppen. Die Größe ist gut, die Tauchtiefe ist sehr gut. Und wie gesagt, die verschiedenen Farben hervorragend. Einer der Must-Have, auf jeden Fall hier der blaue. Der erste Saibling in ganz klein ist jetzt hier gerade auf den grauen geschossen. Aber auch sowas hier funktioniert immer mal wieder gut. Der forellenfarbene. Also solche auf jeden Fall ausstatten mit vernünftigen Haken. Mitnehmen diese Größe hier. Dodger Crank 10 als Größe. Und dann, wie gesagt, damit immer mal wieder schleppen. Ja, und dann aber auch das passende Wetter, wie gesagt, zum Köder suchen oder andersrum, den passenden Köder zum Wetter, damit man dann auch die nächsten Brocken fängt. Und da geht noch wieder was rein, wieder auf diesen grauen. Aber noch nicht so ganz. Ja, wobei, ich habe hier einen 27er. Oha! Den nehmen wir natürlich auch gerne mit, auch ein Saibling. 27er Vorfach drauf. Das ist bei den Saiblingen jetzt nicht ganz so relevant wie bei den Forellen. Also hier jetzt eher ein bisschen dicker unterwegs. Auch vor allem dann hechtsicher unterwegs. Und ja, dementsprechend hier mit 27er Vorfach links und rechts. Und hier in der Mitte auf 15 Kilo Setup. Ich fahre jetzt doch nochmal ein bisschen länger. Hier vorne zweimal rumgefahren, war noch nichts. Und dann fahre ich jetzt hier einmal eine Runde um die Insel herum und dann geht es gleich wieder da hinten in Richtung 13er Loch. Ja, es bleibt natürlich das Suchen und das Testen und man muss natürlich auch noch jede Menge Glück haben dabei. Aber wie gesagt, wenn man vorher schon ein bisschen rumprobiert und schon mal ein paar Köder testet, hat man eben durchaus Chancen. Toi, 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 dass du da ein gutes Ergebnis ablieferst beim Turnier. Wie gesagt, 14 Uhr geht es los. Es gibt auch noch richtig nice Preise. Erster Platz 6.000 Silber, 14 Tage Premium. Zweiter Platz 5.000 Silber, 12 Tage Premium. Dritter Platz 4.000 Silber, 10 Tage Premium und so weiter und so weiter. Also es gibt richtig, richtig schöne Sachen. Von daher rein in das Turnier. Coole Aktion wieder von RF4. Vor allem kann da jeder mitmachen. Es ist ein ganz normales, offizielles Wettangeln, was halt im Game stattfindet. Zack, rein da, joinen und mitmachen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett mit RF4. Bis dahin, Petri.